Mirko Ilic, studente del Conservatorio di Bolzano. Edward Emez, musicista e insegnante al Conservatorio di Bolzano. Per la prima volta il Bolzano Film Festival collabora con il Conservatorio di Bolzano. In un concorso, 13 studenti hanno presentato la loro idea di musica per il trailer ufficiale del Film Festival. Mirko Ilic, 20 anni, di Bolzano, ne è uscito vincitore. Praticamente avevo in mente una persona che si è fatta il zaino e parte in un posto nuovo, una giungla science fiction, così diciamo un posto non reale, e guarda tutto che c'è intorno, si stupisce, vuole andare avanti, vuole fare una passeggiata in un luogo esotico, e quella era l'idea di questo pezzo. Wir haben insgesamt 13 Stücke gehört und die waren alle sehr verschieden. Manche waren ein bisschen mehr geeignet für eine Signation, manche waren ein bisschen weniger geeignet für eine Signation, was aber nichts aussagt über die Qualität der Musik. Und was uns bei Mirko sofort so überzeugt hat, zu Beginn entsteht eine Klangwelle und die vermittelt ein Gefühl, wie wenn ein großes Tor aufgehen würde. Und dann haben wir gesagt, genau das ist es. Das ist die Einladung, kommt herein, wir öffnen die Tore und jetzt beginnt's. Ich habe oft auch dann gedacht, es wäre interessant, so viel Musik zu machen und diese Emotionen, die einem Bilder geben, musikalisch zu untermalen. Ich wusste eigentlich nie recht, wo anfangen, deshalb ist mir das auch gelegen gekommen. Ich dachte, 40 Sekunden, das passt, das würde ich als Filmmusik in 40 Sekunden machen. Es ist natürlich eine große Herausforderung, zu schauen, wie kann man Bilder mit Klängen begleiten, wie kann man Szenen betonen durch Klänge. Das ist eine sehr große und schöne und interessante Aufgabe, die sich die jungen angehenden Komponisten sehr, sehr gerne stellen. Il trailer, la musica la sentite in sottofondo, verrà proiettato prima di ogni film durante le 5 giornate del Festival del Cinema di Bolzano, dal 5 al 9 aprile.